Griechenland-Rückkehrer berichten von langen Schlangen an Geldautomaten, von leeren Tankstellen, weil einfach kein Geld mehr da ist und größere Geldscheine können im Moment gar nicht mehr gewechselt werden. Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann befindet sich derzeit in Griechenland und wir sprechen mit ihr jetzt. Frau Dr. Strack-Zimmermann, Sie befinden sich derzeit in Griechenland. Wie ist denn das Wetter überhaupt? Wunderbar, der Himmel ist blau. Die Frage ist hier immer nur, ist viel Wind oder wenig Wind? Zurzeit ist viel Wind, stürmische Zeiten. Nicht nur wettermäßig, wahrscheinlich auch politisch, oder? Ja, es sind stürmische Zeiten hier. Die Menschen, ich bin auf den Inseln unterwegs, sind dankbar für alles, was passiert. Das Referendum ist das Gegenteil dessen, was man eigentlich will. Das ist ein bisschen verwirrend. Erst waren 60-70% haben mit Nein gestimmt. Jetzt kommt ganz anderes auf sie zu. Aber man merkt, dass die Leute, die einfachen Leute hier, einfach der Diskussion müde sind. Frau Dr. Strack-Zimmermann, Sie reisen ja seit ganz vielen Jahren nach Griechenland. Und die Frage, was hat sich verändert? Naja, was hat sich verändert? Eigentlich hat sich nichts verändert. Das ist das Problem. Dieses Land ist ein wunderbares Land. Die Menschen sind unvorstellbar gastfreundlich. Ich kann an der Stelle auch nur allen empfehlen, wer Lust hat, jetzt zu reisen, auch kurzfristig nach Griechenland zu reisen. Es ist wirklich ein wunderbares Land. Das hat sich nicht verändert. Und was sich bedauerlicherweise eben auch nicht verändert hat, sind die Strukturen, die nämlich so gut wie nicht vorhanden sind. Es gibt keine gescheite Verwaltung. Es gibt kein vernünftiges Steuersystem. Nach wie vor gibt es unvorstellbar viele Privilegien für Leute, die viel Geld haben, fürs Militär, für die Kirche. Das sind alles die Strukturen, die wir hier seit über 30 Jahren kennen. Und genau das ist das Problem, mit dem heute Griechenland zu kämpfen hat. In Deutschland hört man von ganz vielen Problemen an Geldautomaten, leeren Tankstellen, größere Geldscheine können nicht gewechselt werden. Können Sie das bestätigen? Nein, das kann ich nicht bestätigen. Zumindest für Touristen kann man täglich an den Bankomat gehen. Das ist bisher kein Problem. Es gibt ausreichend Benzin, ist überhaupt kein Problem. Also auch ich auf dem Weg hierhin habe schon wer weiß was gedacht. Das kann ich nicht bestätigen. Auf den Inseln zumindest ist es ruhig, friedlich und man kommt an alles dran. Allerdings, für die Griechen selber ist es schwierig. Mehr als 60 Euro am Tag dürfen sie nicht abheben. Hier sind zwar keine Schlangen am Bankomat wie in Athen oder in den Großstädten, aber es ist schon hart. Und wer hier nicht 2-3 Jobs am Tag hat, kommt auch nicht über die Runden. Hatten Sie denn schon Gelegenheit, auch mit den Menschen vor Ort zu sprechen? Ja, das hatte ich. Ich erleide auch keine Nachteile, dass ich aus Deutschland komme, wenngleich natürlich witzigerweise weniger der Name von Frau Merkel als der Name von Herrn Schäuble immer wieder genannt wird. Das ist der neue Unname hier. Aber wir diskutieren sachlich darüber und es sind sehr viele Griechen, die auch einräumen, dass Fehler gemacht wurden. Aber das ist natürlich schwierig. Wenn man sich so lange kennt, möchte man in den Ferien auch nicht ständig politisieren. Dazu ist das ganze Thema auch zu kompliziert. Wie ist denn Ihrer Meinung nach die Stimmung gegenüber Tsipras derzeit? Ja, er ist hier der Held. Er ist der Held und wenn es jetzt hart wird, glaubt man weniger, dass Tsipras das Problem ist, sondern die Europäer. Also die Selbstreflexion ist etwas schwierig. Die Menschen haben großes Vertrauen in ihn, obwohl er Sozialist ist, obwohl er Dinge versprochen hat. Und gerade jetzt bricht er ja jedes Versprechen, das muss einem ja klar sein, alles mit dem er an die Wahl oder zur Wahl gekommen ist. Das Problem ist, dass alle, die vorher hier an der Regierung waren, egal ob PASOK oder Neodemokratia, eben Teil des Problems sind. Und insofern ist er der Hoffnungsbringer, aber ausschließlich er. Keiner der anderen Minister und auch als jetzt Varoufakis zurückgetreten ist, hatte ich das Gefühl, dass dem keiner nachgeweint hat. Macht denn das Reformpaket, was verabschiedet wurde, Sinn Ihrer Meinung nach? Nein, das glaube ich nicht, dass es Sinn macht. Die Menschen haben große Hoffnung darin, aber man muss sich im einen klar sein, wenn sich hier nicht grundsätzlich was ändert, wenn diese Verwaltung sich nicht neu erfindet, wenn dieser Staat nicht neu aufgebaut wird, dann wird jeder Cent, der nach Griechenland kommt, kurzfristig vielleicht helfen, aber auf Dauer ist das verlorenes Geld. Deswegen, bevor man so viel Geld überweist, sollte man den Griechen helfen, neue Strukturen einzuziehen, sofern, das gehört natürlich dazu, sofern sie das überhaupt wollen. Herzlichen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal.